dass hier mehr reinpasst, also mehr Kühe reinpassen. Na, nicht rauslaufen. Na, sorry, ich weiß, du willst raus, aber geht jetzt nicht. Geht jetzt nicht. Hier, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ja, so ist fein. So. Jetzt muss ich mal. Na, nee, komm, geh mal weg, geh mal weg. Bleib mal. Ey, jetzt nicht mich reinhauen und du dann raus oder so. Das geht auch nicht. Dann machen wir es anders. Hier, jetzt so, genau hier. Das hypnotische Weizenstück. Schwupp, haha, ausgetrickst. Sorry, tut mir leid, aber. Und die sehen immer so traurig. Ne, irgendwie sehen die auch ein bisschen aggressiv aus und nicht nur traurig. Jetzt haben wir so komische, kreischende Musik im Hintergrund. Nee, das wollen wir auch nicht. Also, ich, sorry auch fürs Spielanhalten so oft zwischendurch. Ich switch einfach mal ein bisschen durch. Werde das dann alles aussortieren, was eben nicht so toll ist an Musik, was dann nicht so toll zu passt oder das dann doch irgendwie nochmal nach Stimmungen sortieren oder so. Das, denke ich, bringt mehr, als wenn wir jetzt einfach so ganz random die Musik laufen lassen. So kann man zumindest zwischendurch schon mal... Ach, die kommt hier nicht rein. So. Natürlich wieder auf. So, jetzt kommt's rein, ne? Ja, so ist fein. So, mache ich hier nämlich erstmal ein richtig schönes Kuhgehege mitten in meiner Bude, weil das so schön stinkt. Ja, jetzt ist gut. Ja, jetzt kann ich wieder raus. Und ihr beide, wisst ihr, was ihr jetzt machen dürft? Ja, ihr freut euch, ne? Wisst ihr, was ihr jetzt machen dürft? Ihr dürft jetzt Liebe machen. Ja. Ja. Und, wo ist das Kleine? Da ist das Kleine. Yay. Und hier, rezessives Gen und dominantes Gen oder wie das heißt. Bio habe ich abgewählt. Da kommt eine braune Kuhball raus. Mö. Guck mich nicht so an. Ihr habt jetzt gerade zu fressen bekommen. Liebe dürftet ihr auch machen. Mein Gott, was wollt ihr mehr? Also, man kann auch zu hohe Anforderungen haben, muss ich ja sagen, ne? Also, langsam muss auch mal gut sein. Gut, so, dann haben wir hier unsere schöne, kleine, stinkende Kuhfarm. Mal gucken, auf Dauer mache ich natürlich noch große und so. Das ist jetzt eigentlich nur so ein bisschen aus Rumtroll-Scheiß. Keine Ahnung, Weizen kriege ich ja immer mehr. Ich kann ja nun dann auch mir entsprechende Lederrüstung auch anfarmen, sozusagen. Steaks geben mir die Dinger ja nun auch, wenn ich sie wieder abschlachte. Abschlachte war gerade aber ein böses Wort dafür. Verwerte. Die Kühe, die schlachte ich nicht ab, die verwerte ich ja nur. Gut, so, okay. Gut, dann haben wir das auch soweit fertig. Überlegung ist eben, was machen wir jetzt? Wir haben so viel zur Auswahl, das ist grundsätzlich unfassbar. Das ist immer so ein bisschen die, ich will nicht sagen, das Problem bei Minecraft, aber man kann einfach so viel machen. Es ist kein Wunder, dass man sich oftmals nicht entscheiden kann. Also, wo ich gerne noch was dran machen würde, weil es bisher eigentlich noch relativ sinnlos ist. Ist es hier eigentlich hell genug? Ja, soll wohl. Wäre, ist es hier oben auch immer hell genug? Ja, soll wohl auch. Wäre irgendwas da vorne noch draus zu machen. Den Gang hier reingezimmert, habe ich ja erstmal, um gut auf diese Seite von dem Berg zu kommen. Jetzt kommt ja auch schon wieder diese epische Musik. Da vorne unseren Glaskasten, das Glasdach sieht man auch kaum, das ist auch super. Und jetzt bräuchte man nur irgendwas, wofür es sich lohnt, hier quasi hinzukommen. Was eine Überlegung wäre, ich hatte ja schon überlegt, sieht man das von hier aus jetzt überhaupt? Ja, man sieht, ob ich da hinten nicht vielleicht in unser Gebäude rein sowas wie einen Aussichtsturm schon mache. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, den jetzt hier vorne zu machen. Hier ist jetzt der Ausgang, dann würde ich das vielleicht ein bisschen versetzen, dass hier die Wand davon ist oder so. Dass der Turm vielleicht innen irgendwo hier anfängt. Keine Ahnung, vielleicht dann innen... Tja, wie groß denn, wenn ich jetzt sage, eine Einertreppe, die dann so rumläuft, 4x4 außen, der Rundriss wäre dann 6x6. Dass man hier wirklich so einen großen Turm hinbaut aus... Ja, ich würde sagen, aus Holz. Wir könnten auch aus Stein machen... Oder ich mache den noch weiter ein Stück da vorne hin und mache den aus Sandstein. Ist jetzt so ein bisschen die Frage. Nebenbei läuft natürlich auch die Umfrage, ob die ganze Welt mehr so im Mittelalterstil sein soll oder ganz egal oder eher modern, alles in einer Richtung oder so wie ich lustig bin oder was. Also ich fände es cool, wenn wir das jetzt da irgendwie weiterlaufen lassen, hier uns so eine Brücke hinmachen auf die Seite. Die dann da so ein bisschen runter geht und da vorne auf den Sand machen wir uns dann einen großen Aussichtsposten. Und von dem aus können wir dann ja vielleicht da hinten irgendwie in den Wald, dass wir da nochmal eine Anbindung haben oder bessern unsere Sandfarm. Können da auf Dauer ja vielleicht auch nochmal Schienen verlegen, vielleicht sogar Schienen hier entlang verlegen, um da hinzukommen.
Ich glaube, das finde ich gut. Dann könnte ich ja vor allem dieses Glas, diesen Glasgang, den ich hier gemacht habe, könnte ich ja hier fortsetzen. Oder nee, ich mache hier, denke ich mal, eher so eine Freiluftbrücke. Dann könnte ich sogar hier so eine kleine Plattform hinmachen aus Holz. So als ein bisschen Steg. Und dann ist hier eben so eine Steinbrücke, die da drüber läuft oder sowas. Ah, das finde ich gut. Das überlege ich mir mal. Dann wollen wir mal gerade die ersten Sachen zum Bauen holen. Und hier habe ich mir auch über... Oh, man kann so beschleunigen. Guck mal an. Warte, wenn ich jetzt so laufe, wenn ich jetzt springe. Ah, so sind wir schneller. Oder ist das Bug? Ist das ein Bug? So, laufen wir. Und so mit Gehopse. Nee, so sind wir schneller, oder? Okay, das zieht natürlich unheimlich viel Nahrung, sehe ich gerade. Vielleicht also nicht ganz so prall. Unsere Kühe nerven da auch schon wieder. Können die eigentlich schon wieder? Schwupp. Nein, die können noch nicht wieder. Na gut, dann... Oder ich baue nur aus Ziegelsteinen. Das geht natürlich auch. Wo sind die Ziegelsteine? Da, Ziegel. Kann ich ja Ziegelsteine draus machen und die könnte ich natürlich auch nehmen. Nee, das ist blöd. Da kriegen wir zu wenig von. Das kann man... Boah, wie viel Eisen? Wir haben schon 2 Stacks Eisen. Das kann man natürlich machen aus Ziegeln, aber dann müssten wir wahrscheinlich echt ziemlich lange auch suchen gehen nach weiteren Ziegeln dann. Das will ich eigentlich auch nicht. Dann würde ich sagen, ich bin noch am Überlegen, ob aus Holz oder aus Sandstein oder vielleicht doch aus normalem Stein. Ich nehme erstmal hier so ein paar Sachen mit, Erde vielleicht auch noch ein bisschen, Sand auch. Dann schauen wir mal gerade. Ach, und Glas wollte ich noch mitnehmen. Glas habe ich ja, hier müsste das sein, genau hier haben wir es. Lass mal dahin, dann mache ich mir doch gerade diesen Glasgang noch einen höher. Ah, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass das hier alles weg muss. Aber was soll's? Letztlich sind wir hier dann ja doch abgeriegelt, auch ohne, dass hier eine Tür reinkommt, die dann ja theoretisch 3 hoch sein müsste. Ist im Grunde ja alles egal, weil wir ja diesen Gang nach da hinten laufen lassen, wo dann auch was hinkommt, was wieder uns gehört. Und wenn es zwischendrin überall hell genug ist, dann kann da ja quasi gar nichts passieren. So, das muss also leider alles einmal wieder raus, ist aber nicht schlimm. Sand lässt sich ja schnell wieder farmen. Dieser lässt sich auch schnell wieder zu Glas machen. Ist also alles im Grunde in Ordnung. Dann passt das auch. So, dann werde ich mal gerade hier einfach mal einen hochbauen. Zwei hochbauen. Kann ich nämlich hier oben drauf. Und jetzt wird es natürlich auch schon wieder dunkel, wie sich das gehört fürs Let's Play. Wie könnte es denn auch anders sein? Immer wenn man gerade irgendwas anfangen will, wird es natürlich dunkel. So, das schreit schon wieder nach Schlafen gehen, bevor eigentlich was spawnt hier groß. Wobei ich würde ja gerade gerne hier diese 30, 25 jetzt noch Glas gerade schnell verbauen. Gerade weil es ja auch relativ schnell geht und wir dann auch an den Fingern abzählen können, wie viel uns noch fehlt. So. Gar nichts. Sehr schön. Uns fehlt. Ich zähle es an den Fingern gerade nochmal ab. Warte, jetzt muss ich gerade mit den Fingern rechnen. Ja, also 1 und dann 3 und dann... Ja, und dann gar nichts, ja, es fehlt gar nichts. Gut, so. Der eine Glasblock, den verwahre ich dann natürlich mal wieder sicher. Hoppala, das wollte ich nicht sortieren, sondern das da. Oh, da wären auch noch 14 gewesen. Naja, gut, so. Na, mir sitzt die Nase schon wieder zu. Mann, ist das ärgerlich. Dann, wie mache ich das hier? Skelett da vorne. Moment, ist hier jetzt irgendwie ein Creeper oder sowas? Lieber im Voraus schon mal alles absuchen. Nein, hier ist alles sicher. Okay. Ja. Okay, es sieht natürlich von außen jetzt auch ein bisschen imposant aus, so wenn man von außen ja die Struktur erkennt. Aber es ist schon in Ordnung. Hier müssen wir natürlich nochmal gucken, dass wir das auch irgendwie noch schöner kriegen und so, ist ja klar. Aber ich denke, hier könnte ich wirklich gut sowas wie einen Außenposten hinmachen. Oder so einen Aussichtsturm oder wie auch immer man es bezeichnen will. Ich denke, das bietet sich an. Frage ist nur, wie gesagt, aus welchem Material zum einen. Und natürlich, das ist eigentlich die Frage. Aus welchem Material? Tut mir gerade ein bisschen leid, dass ich so ins Stutzen komme. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwie alles aus Holz bauen, dass es nachher komisch aussieht. Aber aus Sandstein würde ich dann wahrscheinlich eher irgendwas da vorne auf den Sand irgendwann mal bauen. Von daher denke ich mal. Dann wollte ich ja wahrscheinlich aus Stein noch eine Burg da vorne hinbauen oder sowas. Dann werde ich diesen Aussichtsposten, denke ich mal, jetzt ganz normal aus Holz bauen.
Aber dafür nehme ich jetzt dann vielleicht mal nicht dieses etwas edlere Birkenholz, was wir normal für die Wohnung verwenden, sondern dann nehme ich dafür mal ganz normale Eichenholz oder dieses Apfelbaumholz oder wie auch immer, also dieses hier. Ich nenne das ganz gerne immer Eichenholz, weil das halt, weil der Stamm dunkler ist und was weiß ich nicht, faule Ausreden, fallen mir da jetzt sonst auch keine zu ein. Naja. So, gut, dann kann ein Großteil der Steine wieder weg. Erde, na gut, vielleicht ein bisschen was zum Aufschütten, genauso wie die Bretter, so ein bisschen was. Nach die gehören aber dann unten rein. Ein paar Bretter können wir behalten. Treppen brauchen wir, Fackeln brauchen wir. Ein paar Sticks, na gut. Dann müssen wir jetzt aber an sich erstmal sondern Holzfarben. Reicht die Axt? Ja, die Axt sollte eigentlich reichen, denn wir kommen ja mit einem... Oder warte, können die Kühe schon wieder? Ja, die wollen auf jeden Fall schon wieder. Und sie können auch wieder. Dann gibt es jetzt noch ein kleines. Ja, und wieder mal der braune Dominant. Das scheint wohl der Mann zu sein und das die Frau oder... Keine Ahnung. Oder es wird einfach irgendwelche mathematischen Berechnungen, die dann das sonst wie auskalkulieren oder... Keine Ahnung, ob es ein System hinter gibt. Ich weiß es gar nicht. Nun ja, so, wir sind jetzt erstmal beim... Ach, ein Tintenfisch ist das. Ich dachte schon, da wird sich eine Kuh im Wasser drehen oder so. Wir sind beim Eichenabbauen und die Axt sollte aus dem Grund reichen, dass das Schaf erstmal da oben auf dem Baum steht. Wie zur Hölle ist es da hingekommen? Und warum habe ich mir keine Schere gemacht, mit der ich das Schaf bescheren könnte? jetzt müsste ja das Ganze... Moment, eine Sache interessiert mich mal. Wenn ich jetzt den da wegnehme, geht das daneben automatisch weg. Das hätte ich jetzt gerade mal von Hand abbauen müssen. Zum Testen, aber so fällt wirklich der ganze Baum zusammen, ne? Bin ich mir ein bisschen am Überlegen, wie das denn ist, wenn eigentlich zwei Holzstücke gar nicht direkt nebeneinander sind. Das weiß ich nicht. Da müsste man vielleicht irgendwann nochmal eine genauere Studie drüber führen oder so, um das detailgetreu rauszukriegen. Das weiß ich jetzt gerade so auch nicht. Und dieser Mammutbaum gerade oder Alpha-Baum oder... Ne, Alpha-Baum ist es nicht. Das sind ja die Bäume aus der Minecraft-Alpha. Die geben ja doch schön, schön Holz hier. Und ich sehe gerade zwei Creeper. Ist vielleicht ein bisschen gefährlich, mich hier gerade einfach so rein zu begeben. Aber ich will diese großen, schönen Bäume abbauen. Weil die so viel Holz droppen. Na, der da hat mich schon gesichtet. Was nehme ich? Mit Weizen. Mit Weizen, mit dem schönen, sanften Weizen. Da kann man... Ich bin doch zurückgegangen. Warum ist der explodiert? Das ist ja ein bisschen komisch jetzt, ne? Da ist ja irgendwas schon wieder ganz schief gelaufen gerade. So, dann machen wir das hier halt wieder gerade hoch. Ist ja kein Problem. Erde haben wir sowieso grundsätzlich genug. Da kann man ja gar nicht zu wenig von haben quasi. Solange man die nicht grundsätzlich liegen lässt und grundsätzlich wieder wegschmeißt, alles was man aufsammelt, geht das ja gar nicht. So, den Baum hier hat der gesprengt oder ist das das, was vom Timbermod noch runtergefallen ist? Wo ist der andere Creeper? Wo zur Hölle ist der andere Creeper? Ich weiß es nicht. Die letzten Holz, die hier gleich noch runterfallen, die lasse ich jetzt einfach mal liegen und die ganzen Säpplinge brauche ich im Grunde auch nicht. Alle die ganz egal. Okay, die paar Äpfel und so. Leute, was sind das viele Äpfel? Haben Äpfel nicht nur voll die geringe Drop-Chance eigentlich? Okay. Nehmen wir natürlich auch gerne, keine Frage. Aber gut, jetzt haben wir schon zwei Stacks. Das geht natürlich super schnell hier mit dem Timber-Mod. Ist ja auch Sinn der Sache. Wobei ich glaube, ich mache jetzt sogar mal gerade die Axt noch zu Ende kaputt. Dann sind wir die nämlich auch erstmal los und Holz haben wir dann auch erstmal genug. Auch wenn wir da jetzt noch einen größeren Türmlein, wie auch immer man es betiteln will. Das passt dann schon. So, Birken natürlich auch hin und wieder so ein bisschen. Und da vorne sehe ich einen Hundi, den wir uns eigentlich auch mal schnappen müssten. Knochen sind natürlich jetzt auf der Truhe. Hatte ich die eigentlich schon mal gesehen? Ich weiß es gerade gar nicht. Doch, ich glaube, die Hundis, die hatte ich schon mal gesehen. Und dann waren das doch gleich so viele, oder? Oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Doch, da steht der nächste. Ja, die hatte ich schon gesehen. Und das waren dann gleich mehrere. So. Okay, so, dann geht's zurück. Zurück. Hui. Und... Hui. Oh. Ah, verdammt. Ah, es tut so weh. Hui. Und hui. Schwupp. Ja, ins Wasser. Okay,
Oder mache ich den doch nicht aus Holz?